Ob ich je beim Madden ausraste? Nee, eigentlich nicht. Wollen die mich komplett verarschen, Digga? Richtig mau. Achtung, dieses Video ist nicht für Leute geeignet, die ein Problem mit emotionalen Reaktionen auf Madden NFL 21 Games haben. Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zum neuesten Video auf Easy Money. Ich wünsche euch als allererstes mal einen wundervollen dritten Advent und ich hoffe euch, ihr könnt euch einfach richtig entspannt zurücklehnen, euch ein bisschen was zu essen holen, vielleicht eure Hausaufgaben nebenbei machen, vielleicht irgendwie noch nebenbei selber Madden zocken oder so und einfach dieses Video hier genießen und durchlaufen lassen, Digga. Denn ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber umso mehr ihr meine Videos guckt, also umso länger ihr die Videos abspielen lasst, umso mehr werden meine Videos auch gepusht und dementsprechend wird dann der Kanal mehr gepusht. Dementsprechend können wir besser wachsen. Also von daher, falls ihr irgendwie meine Videos supportet, falls ihr mich supportet, falls ihr mich unterstützen wollt, würde es mir extrem helfen, wenn ihr das Video einfach durchlaufen lasst und somit mir Watchtime gönnt. Ich weiß nicht, ob euch der Begriff irgendwie was sagt, aber Watchtime, ne, einfach die Zeit, wie lange man das Video guckt. Außerdem Likes wäre natürlich auch cool, falls euch das gefällt. Und ich höre jetzt auf rumzulabern. Tut mir leid, dass ich euch hier so lange voll habe, Alter. Lass uns mal anfangen mit der Community Franchise. Die hatten wir ja vorhin schon. Wir machen heute mit der Chargers Franchise weiter. Und zwar haben wir als allererstes mal eine Message wegen dem X-Factor Defensive Tackle, und zwar Fletcher Cox. Wir werden nämlich gegen die Philadelphia Eagles spielen. Eagles sind ja in echt einer meiner Erzrivalen, weil ich Washington-Fan bin. Deswegen wird das hier ein besonderes Game für mich, weil ich natürlich extra Motivation habe, die Eagles zu besiegen. Scout College Players machen wir, glaube ich, entweder machen wir das sogar off-camera, oder ich mach's später, aber jetzt, oder? Ach komm, wir machen es jetzt einfach, scheiß drauf, Alter. Wir machen es einfach jetzt. Ich dachte erst so, nee, eigentlich keinen Bock jetzt, aber wenn wir schon mal hier sind, warum nicht, ne? Wir brauchen auf jeden Fall Left Tackles und Left Guards. Deswegen können wir hier auf jeden Fall schon mal reingucken und einfach so viel scouten wie möglich. Das sieht bisher alles nicht so, Alter, Siebtrunder. Undrafted? Nochmal undrafted. Okay, und den können wir nicht ganz zu Ende scouten, aber alter Scholli, also Left Tackles sehen bisher sehr schlecht aus. Das ist natürlich eher ungeil, aber gut, was soll man machen? Vielleicht müssen wir uns da irgendwie in der Free Agency mal einholen oder so. Ach so, ja, ich habe ein riesiges Ding im Gesicht, fragt einfach gar nicht. Es werden wahrscheinlich trotzdem 1000 Kommentare kommen, was hast du da? Aber fragt einfach nicht, Leute. Ignoriert's einfach. So, wir machen Weekly Training, das haben wir ja, glaube ich. Haben wir das auf Gold gemacht oder nicht? Ich bin mir jetzt gerade... Ja doch, hatten wir doch. Das war doch in dem letzten Video, ne, wo wir es auf Gold gemacht haben. Warte mal ganz kurz. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Wir haben jetzt Elijah Griffin, Pat Freiermuth und Dylan Moses hier drin. Das ist perfekt. Ich glaube, wir haben das hier auf Gold gemacht, das Training. Deswegen müssen wir hier jetzt ordentlich XP für die ganzen Spieler bekommen. Hoffe ich jetzt auf jeden Fall einfach mal. Bronze einfach nur. Okay, dann haben wir es anscheinend doch nicht auf Gold gemacht. Oder vielleicht... Keine Ahnung, muss man das jede Woche wieder neu auf Gold machen oder so? Ich weiß es nicht. Egal, Upgrade Players gucken wir mal rein. Jason Moore und Alohi Gilman. Also jetzt nicht gerade Spieler, die mir irgendwie was bedeuten. Bisschen schade, aber okay. Und dann würde ich sagen, wir können an sich schon ins Game reinstarten. Wir wollen aber vorher mal kurz gucken, wie es in unserer Division steht. 2-0 die Chiefs, Broncos 1-1, Raiders sind auch 0-2. Also hier ist auf jeden Fall alles nach wie vor offen. Wir haben außerdem nach wie vor All Madden und Competitive. Wir werden es jetzt noch einmal probieren. Wenn wir die Fehler von dem letzten Spiel eliminieren, dann können wir hier gewinnen, würde ich sagen. Deswegen, wir haben ein gutes Team. Wir sind motiviert, weil es die Eagles sind. Und ich würde sagen, wir jumpen ins Game rein und hoffen einfach mal, dass wir hier rasieren können, Alter. Let's go. So, Leute, wir zocken zu Hause. Das ist schon mal sehr schön. Und wir bekommen den Ball zuerst. Das ist auch sehr schön. Gibt uns also die Chance, hier direkt mit einem Knall rauszukommen. Gut, der Return war auf jeden Fall maximal mau. Nur bis zur 18-Yard-Line. Aber davon lassen wir uns nicht abschrecken, Leute. Wir gucken jetzt mal hier rein, was wir machen können. Wir werden mit Eckler anfangen zu laufen. Mal gucken, was gehen wird. Ich bin gespannt, wie dieses Spiel ablaufen wird. Ich hoffe, wir können hier unseren ersten Sieg holen. Dann werden wir 1-2. Das wäre wirklich mega wichtig für uns, einfach mal auch früh in der Saison einen Sieg zu bekommen. Damit wir nicht wieder dann irgendwie mega krass hinterherhängen die ganze Zeit und die Chiefs uns davonziehen und keine Ahnung. Das ist halt dann ein bisschen schade so. Deswegen, jawohl. Das könnte sogar ein First Down sein, Alter. Das war stark von Eckler gemacht. Nice, Mann. First Down ist da. Das ist doch schon mal gut. Das ist ein guter Anfang. Ich würde sagen, wir werden jetzt probieren, mal hier einen kleinen Screen Pass rauszuhauen. Bubble Screen auf Williams. Und Keenan Allen müsste dann ein bisschen blocken. Mal sehen, ob er das hinbekommen wird.
Oh, Keenan Allen hat seinen Block komplett verkackt. Alter Schwede. Das ist traurig. Also als Receiver, auch wenn du eigentlich, das ist ja nicht deine Hauptaufgabe, aber du solltest schon wenigstens ein bisschen blocken können, Alter. Ja, das war gerade ganz schwach. Das war ganz, ganz schwach, leider. Aber gut, gucken wir mal weiter. Müssen wir schnell werfen. Das sind nur 3 Yards. Mau. Mau, mau, mau. Ich würde sagen, wir gehen mit dem Play-Action FL Stretch. Gucken wir, ob sich hier jemand freirennen kann. Das wäre auf jeden Fall jetzt wichtig, hier einen First Down zu bekommen. Oh, ich sehe nichts. Ah, doch, da war eigentlich was. Oh! Das war stark von uns gemacht, Alter. Freier Mut ist dann nochmal ein bisschen ins Feld gerannt, hat den Ball bekommen. Sehr stark, Alter. Richtig, richtig gut. Also, da hatten wir erst nichts gesehen, obwohl eigentlich was offen war. Ich habe es dann im Nachhinein gecheckt, dass da eigentlich was offen war. Haben halt nicht gut gelesen. Und dann haben wir aber dennoch das Play einfach extended und hier noch einen First Down bekommen. Also, das ist auf jeden Fall stark von den Chargers hier gemacht. Vor allem von Freier Mut, dass er da wieder zurück ins Feld rennt. Und das ging komplett nach hinten los. Minus 2 Yards. Damit hat Eckler jetzt 3 Rushes für 9 Yards. Das ist natürlich sehr schwach. Weil 3 Yards im Durchschnitt ist definitiv nicht schön. Also damit kannst du nicht arbeiten eigentlich. So, hier wird's, also es sieht auch kritisch aus. Ob das hier irgendwie was wird, I don't know. Okay, 4 Rushes für 8 Yards. Jetzt haben wir 2 Yards im Durchschnitt. Das ist wirklich äußerst kritisch. Tja, wir werden es mal. Ne, Moment mal, wir werden es mit Mesh Post probieren. Vielleicht können wir der Williams über die Mitte hitten. Es sieht so aus, als hätten sie Cover 2, also könnte es frei werden. Na, das ist Cover 3. Müssen hier runtergehen und das ist kein First Down, aber ich glaube, dafür könnte man eigentlich sogar mal gehen. Wir haben 4. und 4. Weil was sollen wir jetzt sonst hier machen? Den Ball punten? Ich will eigentlich nicht den Ball hier punten, weil. Nee, will ich einfach nicht. Das will ich einfach nicht, Leute. Wir werden hier probieren, dafür zu gehen. So, Henry oder Williams. Hoffe ich, werden sich freilaufen. Henry. Jawohl, sehr schön. First Down haben wir geholt. Und, nice, wir haben schon wieder eine Injury Timeout. Geil. Richtig geil, Junge. Richtig, richtig geil. Wir gucken mal, ob wir jetzt laufen können, weil auch wenn der Lauf bisher nicht gut war, wir müssen natürlich trotzdem weiterhin laufen, Alter. Sonst wären wir zu eindimensional und dann wird es für die Defense viel zu einfach zu sehen, was wir machen. Das waren 5 Yards, das ist ein guter Lauf. 2 down 5. So, was hat er? Muscle Cramps. Ich würd hier kein Risiko eingehen. Wir haben sowieso schon so schwache Left Tackle. Wir machen jetzt Pipkins rein. Weil ich habe keinen Bock, dass hier irgendeiner unserer Left Tackle noch längerfristig ausfällt. Das wäre nämlich, also das wäre für uns ein No-Go, Alter. Mit unseren Left Tacklen und unseren Left Guards, die sowieso schon sehr schlecht sind. Wenn da dann noch jemand so ausfällt und da ist er. Da ist er, Junge, sehr schön. Hunter Henry mit einem dicken First Down, 15 Yards. Wir sind an der 26. Bisher marschieren wir das Feld gut runter und wir nehmen viel Zeit von der Uhr. Also, da kann man sich echt nicht beschweren. Bisher läuft es ja richtig gut, sage ich einfach mal so. Wir nehmen Halfback Base. Bro, die sehen immer so aus, als hätten sie eine gute Run-Defense am Start, die Eagles hier gerade. Das gefällt mir irgendwie nicht. Wir werden hier jetzt trotzdem probieren zu laufen. Ja, das sind doch mal ein paar Yards, Alter. Nice, 5 Yards wieder. 6 Rushes für 19. Das ist, naja, sind immer noch nur 3, irgendwas im Durchschnitt. Aber egal. Wir probieren, glaube ich, nochmal. Nee, das ist ein bisschen zu risikoreich. Ich glaube, wir gehen jetzt mal mit einem Halfback-Screen. Also Running-Back-Screen. Wenn ich es finden kann. So. Okay. Mal sehen. Die D-Line ist auf jeden Fall gespreadet. Na, ah, wir probieren es einfach mal. Er wirft den Ball nicht. Aber Eckler wurde sowieso in seinem eigenen O-Liner gefangen. Ach, Kacke, Alter. 3. und 14. Ey, das ist mau. Das ist richtig mau. Wir hätten einfach abwarten sollen, bis das Viertel vorbei ist, um nochmal einen neuen Spielzug wählen. Weil wir haben ja schon geahnt mit dieser gespreadeten D-Line, dass es vielleicht kritisch wird. Ich glaube, wir nehmen jetzt hier nochmal einen Screen Pass. Weil 3. und 14. kann man sowieso. Ist also schwierig, da was zu reißen. Und wenn wir jetzt den Screen Pass machen, ein paar Yards holen, können wir wenigstens einen Field Goal nehmen. Oh. Oh, da lohnt es sich, glaube ich, nochmal für zu gehen, Leute.
Da lohnt es sich, glaube ich, nochmal für zu gehen. Wir haben 4. und 2. Ja, selbst der Coach hat vorgeschlagen, dafür zu gehen. Wir werden hier mit einem Fullback-Run erstmal aufs Feld kommen. Oh, die lassen die Lücke da, also die Mitte, richtig dick offen. Da müssen wir durchrennen mit dem Fullback. Bryant. Yes, baby, let's go. Sehr schön, das war wichtig, Mann. Das war richtig wichtig. So, neues First Down am Start. Wir marschieren weiterhin, Leute, und wir nehmen extrem viel Zeit von der Uhr. Das ist gut. Das ist sehr gut. Umso länger wir die gegnerische Offense vom Feld halten können, umso weniger Punkte können die scoren. Logischerweise. So, wir probieren es mal. Nee, warte mal. Kack. Ah, eigentlich war der... okay, warte mal. Jetzt verplapper ich mich hier gerade die ganze Zeit, weil zu viele Gedanken auf einmal in meinem Kopf sind. Oh mein Gott. Wir haben so ein Glück, dass er da nicht den Pick geholt hat. Das war so ein schlechter Wurf von uns. Das war richtig schlecht von uns. Das war richtig schlecht von uns, dass wir da hingeworfen haben. Wir probieren es jetzt mit dem Counter-Run. Oh, gib mir den vernünftigen Block an der Außenlinie. Da an der, nicht an der Außenlinie, aber außen, und wir wären weg gewesen, Alter. Das tut weh. Okay, wir werden es probieren mit einem Z-Spot and Go. 3. und 10. Oh! Junge, let's go, Eckler! Hate des Tages dafür allein schon, Alter. Junge, das war eigentlich eine überdumme Entscheidung von mir, weil da ein Cornerback in der Flat war. Und deswegen hätte es alles zu sein müssen eigentlich. Ich habe trotzdem hingeworfen, was dumm war. Aber bei Eckler und Beast, das hat er sich losgeschüttelt und hat hier tatsächlich sogar den Touchdown gescored. Alter, was war das denn für ein kranker Drive? Zweimal beim 4. Down dafür gegangen und es bekommen. Viel gelaufen, viel geworfen, also eine gute Mischung gehabt und jetzt hier mit einem kranken Play von Eckler einen Touchdown bekommen. Also ich meine, das kann man auf jeden Fall mal machen, würde ich sagen. Das kann man auf jeden Fall mal machen. So, und jetzt bin ich gespannt auf die Offense von den Eagles, was die hier reißen werden können. Spielen die überhaupt mit Wentz? Oder spielen die mit Hurts? Ne, Wentz kommt auf jeden Fall schon mal aufs Feld gerannt. Na gut, da bin ich jetzt mal gespannt. Was haben sie denn? 3 Receiver. Mein Laptop ist hier ein bisschen im Weg, Alter. So. Dylan Moses natürlich in der Mitte, der Rookie. Okay, sie laufen den Ball. Und wir sind da mit einem guten Hit, waren aber trotzdem 5 Yards, das ist zu viel. Aber wir waren noch in der Nickel-Formation, also da kann man sich jetzt eigentlich nicht beschweren. Nix, Digga. Dylan Moses ist wieder da, sein zweites Tackle schon jetzt. Sehr stark. 3. und 3. Wir kommen wieder mit 3 Receivern raus. Und wir werden jetzt hier eine Tampa 2 nehmen. Oh! Kein Running Back hinten drin. Wir gehen mal QB Contain. Oh! Ah! Komm schon, Alter. Ihr hattet sogar Flat Zones drin, Mann. Das müsst ihr verteidigen, Alter. Das ist kritisch. Das ist kritisch, sage ich ehrlich. Das hätten sie verteidigen müssen. Wir hatten die Flat Zones drin, ne? Laufen sie den Ball? Nope. Oh, so knapp, Mann. Dylan Moses jetzt mit seinem 3. Tackle in dem Spiel schon, aber ey, da war ich fast. Hat nicht ganz gereicht. Die kommen wieder mit 3 Receivern raus. Wir nehmen jetzt mal eine Cover 3 Sky. So, was geht, was geht, was geht. Alles abgedeckt, dann musst du die Flag nehmen. Oh, das war ganz schön stark von Zach Erster, der unseren Cornerback einmal weggehauen hat. Aber gut, 2. und 3, jetzt ist gleich erstmal... Nee, ist nicht 2-Minute-Warning, weil die einen Injury-Timeout hatten. Das heißt, sie bekommen jetzt noch ein Play hier vor dem 2-Minute-Warning. Mal sehen, ob sie einfach laufen werden. Nope, wieder Play-Action. Oh, wie kann der so offen sein, Mann? Wer verkackt denn da schon wieder seine Zone, Alter? Junge, 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 meine Defense schon wieder ganz mau. Vor allem, wir hatten Curveless, Bro. Wie kann das sein, dass da oben dann was offen ist? Das darf eigentlich nicht sein. Also, da hat irgendjemand bei uns im Team verkackt. Schade, sage ich dazu. Na, okay, damit kann ich leben. 5 Yards, Zeit tickt. Wenn sie jetzt gleich scoren, dann haben wir ganz schön Zeitdruck, irgendwie hier nochmal zu probieren, zurück zu scoren. Hallo, ich habe die Linebacker nach links geswitcht. Oh, das war stark verteidigt. Das ist auf jeden Fall kein First Down, glaube ich. Ja, 3. und 1.
Ich glaube, wir werden jetzt mal probieren, richtig hart zu blitzen. Und einfach zu probieren, ihn richtig aus dem Konzept zu bringen. Und zwar mit einer 3-4. Wir blitzen 5 Leute. Also 5 Leute rushen auf den QB. Da stand ich einen Schritt zu weit links, Alter. Junge. Im Ernst, Mann. Okay. Ausgleich. Jetzt haben wir 1:08 um hier nochmal zurückzupunkten. Und wir haben 3 Timers. Also das ist auf jeden Fall machbar. Wir müssen jetzt aber wirklich einige gute Plays an den Start bringen. Ansonsten wird das hier natürlich nichts. Erstmal ein guter Return wäre auf jeden Fall nice. Aber wenn er zu weit kickt, dann tragen wir den... Oh, den tragen wir raus. Den tragen wir raus. Den tragen wir raus. Oh, na, der war nicht gut. Nur bis zu 25 und wir haben 4 Sekunden verloren. Keine gute Entscheidung, aber gut. It is what it is. So. Nee. Wir probieren es mal hier mit. So. So, so, so. Mal gucken, was gehen wird. Da ist Allen schon mal. Rennen. Oh, nice, Alter. Kommt er doch nochmal weg. 15 Yards. Das ist nice. Genau solche Plays brauchen wir. Schöne Yards und ab ins Aus. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Probieren wir es mal hier mit. Mal gucken, ob wir wieder Allen anspielen können. Zur Not freier Mut. Ja, da spiele ich erstmal lieber nur freier Mut an. Da war ich mir nicht ganz sicher. Und auch das wieder ein First Down und ins Aus. Perfekt. Perfekt. Da kann man sich nicht beschweren. So. Dann würde ich mal... Was würde ich mal machen? Vielleicht würde ich den hier machen. Wir switchen den einmal auf die andere Seite. Damit wir ein kurzes Feld haben, wenn wir auf Henry passen. Vielleicht läuft sich aber auch Williams frei. Oder er hier. Nein, schlechter Wurf. Beziehungsweise nicht wirklich gute Entscheidung, da hinzuwerfen. Ich habe gehofft, dass der Receiver genau vor dem Cornerback cuttet und wir dann genau vor dem Cornerback da, oder Safety, da hinwerfen können. So dass wir halt genau davor den Ball catchen und dann ins Ausgehen können. Aber das hat leider nicht geklappt. Kritisch. Auch da habe ich wieder das gleiche gehofft, dass wir vor dem Safety oder vor dem Cornerback den Ball fangen können. Auch das hat nicht geklappt. Das ist mau. Das ist mau. Aber gut. Mal sehen, was hier jetzt gehen wird. Das müssen wir halt nochmal gut verteidigen. Oh, okay, das nehme ich. Sind nur 5 Yards. Jetzt nehmen die Eagles erstmal eine Timeout. Okay, wir spielen Nickel. Ja, Leute, leider war die Aufnahme kurz weg, aber Eagles hatten ein fettes Play, Digga. Sie sind jetzt an der 20. Läuft jetzt hier gerade nicht so gut für uns. Damit können wir aber alle mal leben. Obwohl, das sind auch wieder 4 Yards, Mann. Was soll denn das? Ich will hier mal Plays haben, die nur 2 Yards oder so gehen. Digga, das kann eigentlich schon wieder nicht sein. Ne? Wir kriegen es 0,0 geschafft. Wir schaffen es nicht, hier irgendwie mit der Defense irgendwas zu reißen. Das ist wirklich anstrengend. Das ist wirklich richtig anstrengend, Alter. Okay, ich vergesse das jetzt mal, mit Moses jemals irgendwie nach links oder rechts zu gehen. Ich bleibe jetzt einfach in der Mitte stehen, Alter. Weil sonst kommen immer die Slants oder die Drags, die dann einfach schnell angeworfen werden. Nur weil ich einen Schritt zu weit links stehe. Oder einen Schritt zu weit rechts. Das ist schon krass nervig. Diesmal war alles abgedeckt. Hol den Sack, Mann. Oh, komm schon, Digga. Komm schon. 7 Sekunden noch, sie haben keine Timeout. Second and go. Was machen sie? Kicken sie oder probieren sie nochmal einen Spielzug? Wir probieren nochmal einen Spielzug. Okay, komm schon, die. Wichtig jetzt. Wichtig hier zu verteidigen. Sehr wichtig. Alles abgedeckt. Oh, der rennt nochmal ins Aus. Das gibt's nicht, Mann. Jetzt kann sie einen Field Goal nehmen. Das ist schade. Hätten wir den Inbounds getackelt, dann wäre die Zeit ausgelaufen.
Na gut, sie werden Field Goal nehmen. Damit gehen wir dann 10 zu 7 in die Halbzeit. Das ist suboptimal, Mann. Wir hätten die Chance gehabt, hier mit Führung in die Halbzeit zu gehen. So, Leute, zweite Halbzeit ist am Start. Boom, dicker Hit von uns, nice. Er ist bis zu 23 gekommen. Wir müssen die jetzt stoppen. Wir müssen irgendwie jetzt einen Weg finden, die zu stoppen. Es kann nicht sein, dass wir hier... Weißt du was? Wir nehmen mal die Coach-Suggestions, weil ganz ehrlich, meine menschliche Logik macht ja hier keinen Sinn gegen die CPU. Deswegen, vielleicht kann hier nur CPU gegen CPU gewinnen. Oh, der hat uns komplett genommen. Ja. Also das war zwar auch ein sehr unrealistischer Wurf von Carson Wentz, wenn man mal ehrlich ist, weil er nach da gerannt ist und dann so wirft und der perfekt ankommt, aber okay. Kann man natürlich mal machen, Digga. Gut. Eagles nehmen uns auseinander. Kann ich euch jetzt ganz ehrlich sagen. Wir können die nicht stoppen, Digga. Genauso wie kein anderes Team. Wir können nie irgendjemanden stoppen. Obwohl wir eine gute D haben. Das ist irgendwie ein bisschen lächerlich. Das war gut gestoppt. Das war richtig gut gestoppt. Wieder von Dylan Moses, Alter. Der macht ein gutes Game. 5 Tackles, 1 Tackle for Loss. Stark. Dylan Moses wird blitzen. Bin ich mal gespannt, ob er was reißen kann. Nice, nehme ich. Das war nämlich jetzt wirklich nur ein Yard oder so. 3rd and 10. Siehst du, ich sag ja hier, Coach Suggestions funktioniert auf jeden Fall besser. Er fängt den Ball. Er wird aus seinem Leben gehittet, aber er fängt den Ball 16 von 17 für Carson Wentz. Was ist denn das schon wieder Unrealistisches? Er ist in der Mitte komplett frei und Carson wird endlich mal gesackt. Danke, 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 danke. 2015. Mann, wir müssen die jetzt stoppen, Alter. Es kann nicht sein, dass die hier weiter das Feld runter marschieren. Es kann nicht sein. Es darf nicht sein. Okay, Screen. Und das ist stark von Derwin James. Das ist richtig stark. So, 3rd and 15, Alter. 3rd and 15. Jetzt einmal verteidigen, dann können sie nur einen Field Goal nehmen. Und dann ist unsere Chance, die Führung zu übernehmen, indem wir mit einem Touchdown runterdriven das Feld. Aber erstmal jetzt hier verteidigen. Das ist erstmal das Wichtigste. Bro, das hätte fast nicht geklappt, Alter. Das hätte fast nicht geklappt. 4rd and 1. Gehen sie dafür oder kicken sie einen Field Goal? Sie gehen dafür. Okay, komm schon, Defense. Komm schon, Defense. Komm schon, Defense. Wir laufen. Das ist gestoppt, Alter. Das ist gestoppt, Junge. Let's go. 10 zu 7 weiterhin. Unsere Chance ist hier, die Führung zu übernehmen oder immerhin den Ausgleich zu machen. Wir müssen uns aber zusammenreißen. Wir müssen uns jetzt konzentrieren und hier vernünftig spielen. Ansonsten wird das nichts. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. So, wir fangen mit einem Inside-Zone-Run an. Und die haben immer noch eine Defense auf dem Feld, die gut aussieht gegen den Lauf. Alter Schwede, Eagles auf jeden Fall gefährlich. 5 Yards immerhin, 8 für 24. Naja, Digga, nicht gerade gut. Nicht gerade gut, eigentlich sogar alles andere als gut. Gehen wir es mal mit dem hier. Da sieht jetzt mal die Defense nicht aus, als wäre sie gut gegen den Lauf. 2rd and 5, mal gucken. Ja, let's go. Sehr schön, 1st down haben wir geholt. Wenn wir jetzt das Feld auch ganz langsam und genüsslich runtermarschieren und dann scoren, dann wäre das perfekt. Dann wäre das wirklich absolut perfekt. So, wir werden auch hier nochmal laufen. Diesmal machen wir einen Halfback Quick Base. Oh, die Verteidigung sieht auch wieder stark gegen den Lauf aus, Alter. Kritisch. Ja, das war nicht allzu gut, aber immerhin noch 3 Yards rausgeholt. Wir haben jetzt einen 2rd and 7. Wir lassen erstmal die Zeit auslaufen, bis das dritte Viertel vorbei ist, Digga. Wir können uns ja Zeit lassen. Wir können uns Zeit lassen, Junge. Wir müssen einfach nur im 4. Viertel dann auch einen Touchdown scoren und dann werden wir hoffentlich endlich mal ein Spiel gewinnen. So, Leute, 4. Viertel ist am Start. Wir laufen den Ball und das sieht richtig gut aus. Sehr schön. Wieder ein 1st down geholt. Perfekt, Junge. Da kann man sich nicht beschweren. 11 Rushes für 48. Das ist jetzt auch endlich mal ein etwas besserer Durchschnitt.
Wir gehen weiterhin in die Schuhklopp, um ehrlich zu sein, weil, Digga, wir müssen hier so viel Zeit wie möglich von der Uhr nehmen. Wir werden es mit einem ISO probieren. Ob das klappt? Na, gar nicht mal so schlecht. Waren immerhin 4 Yards. Damit kann ich auf jeden Fall leben. 2. und 6. Eckler macht hier ein richtig krasses Game. Und wenn es so weitergeht, dann wird er definitiv der Mann des Tages. Für mich auf jeden Fall. Wir probieren es mit einem Halfback-Draw, auch wenn das hier ein bisschen riskant aussieht, um ehrlich zu sein. Aber mal gucken. Ja, okay, gut. Wenn Morris Graham, wenn der da direkt durchkommt, kann man halt nichts machen. 3. und 7 jetzt. Kritiko. Kritiko. Ja. Das ist auf jeden Fall kritisch jetzt. Mal sehen. Nehme ich Allen. Das war nicht gut gemacht. Und Allen verletzt sich. Geil. 4. und 5. Wir müssen den Ball punten, Leute. Das tut weh. Ah, oh Mann, ey. Und Allen verletzt sich. Bitte, es ist wenigstens ein guter Punt. Der sieht gut aus. Oh, der ging knapp nicht ins Aus. Und damit kommen sie in die 20. Was hat der Low Back Strain? Ne, wir lassen ihn draußen. Wir wollen hier nichts riskieren. Wir wollen hier nichts riskieren, Leute. So, Harris Jr. ist hier. Auf Linebacker, Alter. Sehr merkwürdig. Wir kriegen eine Flagge dafür schon mal. Richtig geil. Was macht denn der denn, Moses, da? Also, gut. Defense verkackt wieder komplett. Haben die Flagge angenommen? Bro, sind die dumm, Alter. Die hatten viel mehr Yards, die sie kriegen hätten können. Mit dem Running Back. Oh. Naja, gut, dann, Digga, 19 von 20 für Carson Wentz. Was ist denn das Unrealistisches? Wieder nur flat gespielt. Wirklich mutig. Wirklich mutig. Wir probieren es jetzt mit einem dicken Blitz. Hab keine Lust, dass Carson Wentz die ganze Zeit ewig lang Zeit hat, um irgendwelche Pässe anzubringen, die dann im Endeffekt in der Flat landen, Alter. Okay, er läuft sowieso den Ball und das ist gut gestoppt. Wir nehmen jetzt hier unsere erste Timeout. Vielleicht schaffen wir es ja noch, sie vor dem 2-Minute-Warning so zu stoppen, dass wir den Ball zurückbekommen. Das wäre richtig stark. Der stellt seine ganze Formation nochmal um. Oh, komm schon, sack den doch. Bro, und das ist dann kein Interception, Alter. Er fängt den Ball. Damn, Mann, wir nehmen eine zweite Timer. Guck mal, wie viel Platz, wie viel Zeit er schon wieder hatte. Das ist unrealistisch. Mit unserer D-Line ist das wirklich unrealistisch. So, 3. und 8. Einmal hier stoppen, Alter. Einmal stoppen, die müssen den Ball punten. Warum geht denn da keiner ran vorher? Warum lassen die den Running Back da einfach so rumstehen, Digga? Und stehen 5 Yards hinter ihm. Das ist doch hohl! Wer macht denn sowas in echt? 4. und 1. Sie punten? Also erstmal ist sowieso 2-Minute-Warning, aber... Anscheinend punten sie den Ball. Wir machen mal Punt-Safe-Man, falls es irgendwie ein Fake ist. Das ist kein Fake, sie punten den Ball, Alter. Okay, Digga. Unsere Chance jetzt hier. Unsere Chance. 1:55, eine Timeout. Wir sind an der 21. Ich würde sagen sogar, wir können jetzt hier eigentlich ein paar Mal laufen. Boah, Alter, die haben ja alles gegen den Lauf hier gestellt. Da würde ich eigentlich eher ungern laufen. Probieren wir es mal hier mit. Nice. Ah, schade. Leider nicht jetzt ausgekommen. Wir gehen No Huddle und probieren es jetzt mit dem Spielzug hier. Oh, wir hatten eigentlich so viele Leute offen und ich habe mich nicht getraut zu werfen. Wir hatten erst Hunter auf, wir hatten sogar die Streak auf. Ah, kritisch, Mann. Kritisch. Okay. So, Leute. Komm schon. Danke, Hunter Henry, Baby, let's go. No Huddle, No Huddle, No Huddle, No Huddle.
Wir probieren es mit Tight End Attack. Dann müssen wir wieder Hunter Henry nehmen. Und das ist ein weiteres First Down. No Huddle, come on. Wir nehmen den hier. Snap den Ball, Junge. Na, es ist abgedeckt, Oh, er springt nicht mal zum Ball, beziehungsweise Herbert wirft sonst wohin. Damit haben wir das Spiel verloren. Ich wollte zu viel in einem Moment Spiel verloren. Das tut weh, Leute. Das tut weh. Eine weitere Niederlage in der Chargers-Franchise. Immerhin bekommt Austin Eckler ein Update, aber ganz ehrlich, Alter. Langsam geht mir diese Chargers-Franchise wirklich auf den Sack. Ich weiß nicht, ob ich die noch weiterspielen soll. Also, ich habe zwar dann immer wieder Bock so, das sind übrigens krasse Upgrades hier, dass er plus 1 Speed bekommen hat, ist mega wild. Also ich habe zwar immer wieder Bock, die zu zocken, aber jedes Mal, wenn wir spielen, passiert ja der gleiche Scheiß. Also irgendwie, ja, Digga, jetzt haben wir 10-7 gegen die Eagles verloren, mega das langweilige Game, Alter. Also ich weiß nicht, Mann, ich find's nicht sonderlich spannend so. Also die Überlegung ist halt wirklich dann auf All-Pro runterzugehen, aber ansonsten, ja. Gut, Leute, das soll es gewesen sein mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ich hoffe, ihr habt es einfach durchgeguckt. Das würde mich auf jeden Fall freuen, weil es mir helfen würde. Und ansonsten würde ich sagen, habt einen schönen dritten Advent. Haut rein, genießt den Tag und man sieht sich im nächsten Video. Bis dann, euer Eric.